Hallo, hier ist der Björn. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es das Rezept zu meinen Hähnchen-Innenfilets im Backofen mariniert mit Zitronenöl und Gewürzmarinade. Ja, wie soll ich denn sonst nennen? Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und jetzt geht's erstmal los. Viel Spaß dabei. Ja, für die Hähnchen brauchen wir nicht viel. Ich habe jetzt hier mal 200-220 Gramm Süßkartoffel. Seht ihr, wieder in so Stücke geschnitten. Dann natürlich, was nicht fehlen darf. Ich habe jetzt Hähncheninnenfilet. Man kann auch Hähnchenbrust oder große Hähnchenbrustfiletstücke nehmen. Im Ofen geht das alles gut. Rote Paprika habe ich geschnitten. Auch wieder in ganz normale Stücke. Dann habe ich hier noch Olivenöl, Salz, Pfeffer, Chili und so eine Kräuter der Provence Gewürzmischer. Und hier sind die restlichen Gewürze. Dann braucht man noch eine Zitrone, am besten eine Bio-Zitrone, und wenn nicht, wascht sie einfach. Bio-Zitrone auch waschen. Dann habe ich eine Knoblauchzehe, die habe ich schon, soweit es geht, klein gehackt. So, das kann da weg. Und dann brauchen wir erstmal eine Raspel, denn wir müssen uns für unsere Soße ja einen schönen Zitronengeschmack hinbekommen. Und das geht natürlich am besten, wenn man da so ein bisschen Zitronenschale reinmacht. Das kennt ihr ja vom Kuchenbacken. Dann haben wir da einen super Geschmack mit da drin. Auch ziemlich frisch, jetzt gerade passend zum Sommer. Bin ich da immer ein Fan von. Auch gerne mal Wasser mit Zitrone einfach drin. Also normales. Schmeckt immer gut, erfrischend und passt perfekt. So. Also eine Ölerei hier. Wenn man so Küchenmaschinen verwöhnt ist, dann ist das natürlich. So. So, jetzt haben wir hier eine Zitronenschale mit drin. Jetzt kommt das Gute. Wir cutten die Zitrone einfach in der Mitte durch, zu zwei Hälften. Und dann pressen wir da schön den Saft raus. Den hier brauchen wir für unsere Marinade. Können wir das mal an die Seite stellen. Hier haben wir auch das zweite. So, die Unterlage brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Da habe ich eben die Paprika und so drauf geschnitten. Es ist wirklich super simpel, das seht ihr jetzt auch gleich. So, jetzt tun wir hier den Zitronensaft dazu. Jetzt kommt das Beste. Jetzt machen wir 1,5-2 Löffel Olivenöl. Wenn ihr da ganz genau gehen wollt von den Kalorien, könnt ihr das abmessen. Aber ich mache das immer so ein und noch einen halben. Das Olivenöl tun wir nach dem Marinieren von dem Fleisch natürlich auch aufs Blech mit drauf. Das ist dann ähnlich wie wenn man Süßkartoffelpommes macht. Dann darf natürlich nicht fehlen Salz. Das seht, kennt ihr wahrscheinlich aus meinen Bildern. Da habe ich meine Mühen, die fülle ich immer nach. Da Salz und Pfeffer lieber ein bisschen hochwertiger. Da hat man auch mehr von beim Geschmack. So, da haben wir jetzt Chili. Da können wir mal gucken. Ein bisschen Schärfe ist immer gut, finde ich. Und zu guter Letzt diese Gewürzmischung. Kräuter der Provence. Keine Ahnung. Das finde ich mit der Zitrone eigentlich eine ganz gute Mischung. Dann hat man noch die Schärfe von der Chili. Gut, jetzt haben wir schon mal das Schwierigste hinter uns, nämlich die Soße zu bereiten. Da haben wir sie jetzt, nur die Marinade. So, das rühren wir jetzt alles zusammen, bis das schön ausschaut. Das riecht auf jeden Fall schon richtig. Ich muss mal gucken, wie ich das richtig in die Kamera halte. Riecht auf jeden Fall schon sehr frisch und lecker. So, und jetzt haben wir die Aufgabe. Hier haben wir schon die Backform. Da haben wir die Marinade und dann die Stücke einzupinseln mit der Soße und dann da drauflegen. So einfach so. Das ist recht simpel. Kann sogar ich, also das heißt ja, wobei viele meinen ja mittlerweile, ich wäre hier ein Sternekoch, aber nee, nee. Auch Hobby mehr schlecht als recht, sagt man dann, ne? So.
So. Also es geht bestimmt auch mit anderen Fleischsorten, aber ich esse zum Großteil nur Hähnchenfleisch und dementsprechend habe ich halt kein anderes. Beziehungsweise Schwein esse ich so selten. Rind auch nicht so oft. Dabei soll rotes Fleisch ja so gut sein. Ich glaube, ich esse öfter Fisch als Rind und Fisch, wisst ihr ja, esse ich nicht so gern. So. Haben wir schon fertig. Jetzt haben wir mal das ganze Fleisch da durchmariniert. Deswegen übrigens auch die Handschuhe. So, einen Rest der Soße kippen wir einfach drauf. Zumindest mache ich das immer so. Die verteile ich dann so ein bisschen. Dann die Stücke damit bei. Schauen halt, dass überall das Öl ist. Und dann legen wir einfach die Süßkartoffeln und die Paprika mit dazu. Währenddessen heizen wir den Ofen schon mal auf 180 Grad vor, damit das dann gleich schön alles in einem Rutsch durchgeht. So. Hier noch ein bisschen Kartoffeln, da noch was hin. Ihr könnt dann nach der Hälfte der Backzeit, ich ziehe mal gerade die Handschuhe aus, ihr könnt dann nach der Hälfte der Backzeit einmal die Süßkartoffeln wenden. Und von mir aus auch die Paprika. Die Backzeit sind 180 Grad bei 40 Minuten. Das heißt, nach 20 Minuten könnt ihr das wenden. Ich mache das für gewöhnlich nicht. Ich stelle es einfach rein, Timer 40 Minuten und fertig. Da muss ich mich dann nicht groß drum kümmern. Und ich denke, gerade wenn wir oft was Gesundes kochen und das man nebenbei ein bisschen im Ofen gart, dann ist das natürlich auch eine super Sache, wenn man da nicht jede paar Minuten irgendwas wenden muss. Klar, wäre es dann von beiden Seiten schön braun, aber ach, im Magen sieht es ja eh alles gleich aus. So, ihr Lieben, jetzt ist es fertig. Ich will nicht zu nah dran gehen, weil das noch sehr heiß ist und die Kamera und so, die möchte ich gerne noch behalten, das Objektiv. Also, so schaut das dann aus. Ich habe hier schon mal das Fleisch durchgemacht. Da seht ihr auch, das ist schön saftig noch von der Marinade, die wir rüber gestrichen haben und schon durch. Ja, müssen wir das nur noch auf den Teller anrichten und dann war es das schon fast. Ich denke mal, von der Einfachheit her ist das so eine super Sache. Das schaffen sehr viele. Einfach nebenbei schnibbeln aufs Blech und fertig. So, ich muss mich ein bisschen kleiner machen. Ich habe das Kameraobjektiv nicht so hoch gefahren. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Nicht, dass es noch runterrutscht, denn ich wollte es noch essen. Wenn es wieder gefallen hat, dann einen Daumen nach oben geben. Empfehlt es ruhig weiter. Gerne ein Abo da lassen. Und ich würde mal sagen, guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.